Es geht weiter mit Let's Play Mega Man Star Force 2 und wir sind nun in Wilshire angekommen und wollen ja hier uns den kleinen schönen Gruselfilm angucken. Aber was ist denn hier so los überhaupt? Die Wikipedia sagt, dass der Fahrstuhl dort drüben ist. Damit kommen wir nach Wilshire. Ja, wir sind ja noch nicht direkt da, stimmt, sondern an dem Hügel Boulevard, das ist noch der Vorort. Oh, fantastisch. Boah, guck dir mal seinen epischen Background an. Hm. Weiter. Na gut, wir haben nichts zu sagen. Aber wir sind hier noch nicht so ganz fertig, denn hier sind noch so ein paar Wellenstraßen. Aber ich glaube, ich kann hier wohl echt nichts machen. Ich kann auch, glaube ich, nicht zu den Leuten nach da unten. Die sind echt nur zur Deko da. Ist aber auch ein nettes Detail, muss ich sagen, wie diese Busse entlangfahren und hier die ganzen NPCs rumstehen. Und da ist ein Wellenloch. Also das heißt, bevor wir weitermachen in der Story, wird erstmal alles erkundigt, aber so richtig kräftig. Dieser Fahrstuhl bringt euch in Bruchteil einer Sekunde 200 Meter hoch und das ist auch überhaupt nicht gefährlich. Vor allem auch nicht für alte Menschen oder welche, die irgendwelche Probleme damit haben. Yay, Technik! Das ist ja auch so ein Grund zum Beispiel, warum Skilifte nicht zu schnell sein sollten und sowas. Weil die einfach mal wie Hölle rumwackeln und tatsächlich mal was passieren kann, manchen davon schlecht wird. Auf jeden Fall, yay, lass uns mal von Autos überfahren. Pass auf deine Schütte auf, überall gibt es riesige Flammenviren. Oh Gott, auf jeden Fall, hier haben wir... Ich will da rein. Darf ich? Danke. Moment, da kann ich da noch nicht rein? Hä? Oder muss ich irgendwas anderes noch drücken? Auf jeden Fall, hier haben wir jetzt... Oh, nice, ich kann jetzt von denen den Sternskill bekommen vielleicht. So, dann... Ah, schade, hat nicht gereicht. Kommt ein Konter. Nice. Ah, okay, das wird, glaube ich, nicht mehr was. Also S-Rang kann ich schon mal sowas von vergessen. Und eine Heilung noch am Ende. So. Oh, nice, Konter. Und tschüss. Oh doch, noch eine Sternkarte. Sehr schön. Ja, dann werden wir die auch mal reinmachen sofort. Einen Feuerring haben wir ja schon. Und naja, ist jetzt zwar nur plus 10, aber vielleicht kriegen wir noch die die dreifache Sternkarte. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass die für die 100% nötig sind. Hä, aber warum kann ich das nicht? Nee, wenn ich jetzt ja R drücke, dann pulse ich ja ganz aus. Nein. Habe ich irgendwas übersehen? Ich muss das eigentlich nur anlabern, aber ich darf jetzt da nicht rein. Naja, wahrscheinlich, weil Plot nicht will, dass ich mich zu sehr ablenke. Das finde ich auch geil, wie wir jetzt über die Autos einfach mal drüber laufen. Das sind so kleine Details, die sind schon nett gesetzt irgendwie. Also ich finde, die verbessern auch diesen Teil nochmal ein bisschen, weil da, man kann vielleicht urteilen, dass dieser Teil schlechter ist als der erste, weil kaum neue Innovation da ist, weil das Kampfsystem ist immer noch dasselbe, wurde optisch klein bisschen verbessert, aber ist sonst noch so ziemlich dasselbe. Aber ich denke da auch immer, man muss auch nicht zwingend was ändern. Es gibt ja Spiele, ein gutes Beispiel ist Mario Party. Da hat man das Gameplay so krass geändert, dass es kein Mario Party mehr war. Und da bin ich entsprechend froh darüber, dass man hier nichts so krass verändert hat und einfach es so belassen hat. Weil ich mag das Kampfsystem und deswegen bin ich ganz froh damit, dass man das so noch behält. Obwohl, ich mach das mal so. Dann können wir uns halt hier schon mal einen Konter abholen. Oder bei dem zumindest. Ja, verdammt, auch zu langsam. Ja, die Granaten, die schmeiße ich auf jeden Fall als nächstes raus, weil mit denen kann ich echt überhaupt nichts anfangen. Ich komme gar nicht mit denen klar. Die sind sehr unpräzise und das will ich nicht. Auch ein Sennys gibt es auch mal. Sehr schön. Ach, man, jetzt gibt es ja auch die Händler. Ah, genau. Heil 30. Das nehme ich auch nochmal rein. Ich meine, die haben sogar Heil 10 gehabt. Dann kann ich das nämlich dann rausschmeißen. Oh, nice. Die Granaten, ja, okay, jetzt habe ich nichts gegen, dass ich die austauschen kann. Na gut. Aber was hat der Händler denn hier? Hey, ich bin der Händlerherz. Ich habe frische Waren. Viele gute Sachen. Ja, willkommen. Okay, Suchauge ist gut für später, auch wenn es ziemlich teuer ist, aber es ist tatsächlich mal nützlich und die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das ist Tarnung können wir nehmen, wenn wir keinen Bock auf Gegner haben. Aber auf die habe ich noch Bock. Na gut, wir können ja nicht in diese, wir können ja nicht da einpulsen in dieses Empfangssignal. Dann
da ist nichts anderes übrig, als nach oben zu gehen und uns jetzt 200 Meter pro Sekunde jetzt da so auf den Boden drücken lassen bei diesem Aufzug. Ja, und Wilshire ist so eine Art Himmelsstadt, könnte man sagen. Eine Stadt, die über den Hochhäusern liegt. Geile Idee, echt nice. Das ist das Zentrum von Wilshire. Herzlich willkommen in Wilshire. Oh mein Gott. Also, der Fortschritt, man hat echt gesehen, der Fortschritt ist echt weitergegangen. Wow. Kommen Sie ins Java-Haus. Okay. Wo der Kaffee immer frisch ist. Und da ist alles in Java programmiert. Okay. Hey, ein Luftdisplay. Der Einkauf Ihres Lebens wartet auf Sie bei Shopping und mehr. Der Name ist sehr kreativ. In der Stadt läuft auf diesen Luftdisplays immer Werbung. Jeder weiß das. Die vergessene Zivilisation bald in Ihrem Museum. Das hört sich interessant an. Vielleicht erfahren wir noch bald mal mehr darüber. Okay, du kommst mir ein wenig zu nah. Mein Gott, wir werden von Schildern bedrängt. Nein. Hey, seht mal. Oh, das selbst sowas haben die. Das ist ja schon jetzt hier Star Wars Level langsam. Ein bisschen höher sogar noch. Wenn hier gleich noch irgendwelche Todessterne oder irgendwelche T-Fighter und so langfliegen, da sind wir bei Star Wars angelangt. Die Wikipedia sagt, dass das ein Skyboard ist. Sind ziemlich beliebt. Interessant. Oder auch an Asgard erinnert das auch sehr aus Thor. Seit wir hier sind, kommst du aus dem Staunen nicht heraus. Alle werden denken, dass du ein Landei bist. Schlimmer noch, sie denken das auch von mir. Okay, das wundert mich bei ihr jetzt echt. Hey Leute! Wir kaufen Popcorn! Boah, ich dachte, jetzt kommt sowas richtig Dramatisches, weil die Musik hört auf einmal auf. Das hat ja oft, heißt ja oft was Schlechtes. Aber ne, Popcorn. Sofort! Ich verhungere hier! Hat er nicht gerade erst ein Steak gegessen? Gut, wir haben doch gerade schon halt bei Mc's gemacht. Jetzt hast du schon wieder Hunger. Ja. Wir sind zum Filme gucken hier, nicht zum Popcorn essen, klar. Es dauert noch etwas, bis der Film anfängt. Wenn wir schon hier sind und Zeit haben, sollten wir uns mal in der Gegend umsehen. Ist eh dasselbe. Sicher, warum nicht? Yay, das heißt noch mehr Wellenstraßen zum Erkunden. Nice, ich liebe das. Ich stimme dir zu, Praise. Wir kaufen also kein Popcorn. Nein! Oh, dann wird er ja verrecken. Tatsächlich ein weiteres Wellenloch, aber ich gucke das mal so hier alles an. Ich glaube aber, ich möchte nicht direkt mit allen Leuten reden, weil ich glaube, sonst kommen wir dann irgendwo weiter im Plot mit einer überlangen Cutscene. Aber egal, machen wir einfach mal trotzdem. Man hat ja immer mal die Möglichkeit zum Erkunden. Was ist los? Oh, mit dem ist irgendwas. Ach, eine Süße. Na, willst du mitfahren? Nö. Der Typ versucht ganz cool zu sein und das macht ihn ziemlich uncool. Na komm schon, wir drehen eine kleine Runde, okay. Na, die Anmachsprüche sind überhaupt nicht alt und nutzlos. Weißt du, ich kann dir jede Fahrt anbieten. Selbst auf den Todesstern. Probier aus, das ist meine Materie. Ich zeig dir mal eine ganz andere Materie-Wellensammlung, nämlich meine. Materialisiere Sportwagen! Es ist ein Rotom! Rotom, ja, das ist. Das spielt parallel zu der 7. Pokémon-Generation. Da hat Rotom neue Formen bekommen. Der kann sich jetzt nämlich auch in ein Auto verwandeln. Und auch in das Brett, das wir gerade gesehen haben. Na, was meinst du, eine kleine Spritztour-Baby? Das sieht so aus, als ob da nur Platz für einen ist. Was? Ein Auto ist einfach aufgetaucht. Aber ohne Scheiß, das würde jetzt ziemlich viel nützlich machen. Dann wären Keller überflüssig. Und Umzüge würden dadurch auch sehr leicht gemacht werden. Das wäre schon nice. Eine Materiewelle. Ja, und damit ist auch schon wieder so eine neue Mechanik dazugekommen. Wir hatten ja im ersten Teil, da gab es ja auch sowas. Das war... Ich weiß gleich nicht mehr den genauen Begriff. Auf jeden Fall hatten wir solche kleinen Roboterhelfer immer wieder mal gehabt. Und diese Materiewellen sind jetzt praktisch der Ersatz dafür. Ich habe darüber mal was im Fernsehen gesehen. Mit diesem Gerät lassen sich EM-Wellen in feste Objekte verwandeln.
Genau, Autos und Elektronik und viele andere Dinge lassen sich aus Materiewellen erzeugen. Materiewellen sind der letzte Schrei. Es ist fast unmöglich, sie zu bekommen. Noch keine Fahrt. Du bist wirklich schwer zu überzeugen. Okay, wie wär's damit? Materialisiere! Rad! Das sieht aus wie so ein Rollator, ohne Mist. Okay, es könnte auch so ein Moped sein, aber das sieht eher aus wie ein Rollator. Und da passt auch wieder nur eine Person drauf, wenn überhaupt. Da habe ich noch mehr von. Materialisiere Skyboard! Und ich sag ja, Rotom hat neue Formen. Das neueste Modell, ziemlich cool, nicht? Ich find's ja auch lustig, wie der die überzeugen kann mit Besitz und Reichtum. Geht es nicht eher darum, dass man jemanden durch sein eigenes Selbst überzeugen will und sich nicht auf seinen Besitz reduzieren lassen will? Finde ich ziemlich primitiv, muss ich sagen. Wirklich ein echter Materiewellensammler? Natürlich, man muss immer irgendwas, man will immer beeindrucken, aber doch nicht nur damit. Doch nicht nur. Oh, und die kennen wir auch noch irgendwo her. Ein Luftdisplay. Wenn du müde bist, dann verleiht dir Sonja Vita D den nötigen Auftrieb. Okay, die ist jetzt auch schon in diese Merchandise-Szene eingesprungen. Naja. Ich bin immer für dich da und heitere dich auf. Wer ist das nicht? Das ist Sonja. Entschuldige bitte, mir ist ein Blick aufgefallen. Bist du ein Fan der wunderschönen Sonja Sturm? Wie bitte? Ich bin ein großer Fan. Vor nicht langer Zeit hatte sie noch pausiert. Aber vor kurzem hat sie ihr Comeback gefeiert. Oh, das ist neu. Wirklich? Sonja, sie hat wieder mit dem Singen angefangen. Ja, stimmt, die hat ja im ersten Teil gesagt, die möchte erstmal aufhören mit dem Singen und erstmal so ein bisschen mit sich selbst klarkommen und erst dann wieder anfangen. Und der Fall scheint wohl eingetreten zu sein. Sehr schön. Du hast gesagt, dass du sie kennst oder was? Solltest du ihr nicht mehr Respekt zollen? Tut mir leid. Es ist nur, dass ich mit ihr befreundet bin. What the fuck? Unmöglich! Befreundet mit ihr? Kaum zu glauben, ich bin eifersüchtig. Ich wusste, dass Sonja berühmt ist, aber dass sie so berühmt ist? Na gut, ich wollte aber das Schild trotzdem mal ganz kurz ansprechen. Ja, okay, das kommt wieder der gleiche. Oh, Bildübertragungswellen. Womöglich führen sie uns zur Wellenwelt. Ich hoffe mal, dass es dann hier funktioniert. Warum auch mal es da gerade nicht ging. Vielleicht habe ich das auch nicht richtig angesprochen. Wisst ihr was, das machen wir mal ganz kurz. Oder komm, wenn wir angeredet haben. Ich will noch mal ganz kurz nach unten dieses Display ansprechen. Ja, dieses Empfangssignal. Vielleicht habe ich das ja nur nicht von der richtigen Richtung angesprochen. Die Werbung an, das ist genial. Das könnte das Ende der Welt bedeuten. Was? Ach, ist das nicht der Geldgeile? Nein, nein, Geld. Ich meine nicht in echt. Obwohl, nee, das ist ja gar nicht. Das hätte man sonst schon gemerkt. Wenn wir keine EM-Wellen hätten, könnte es passieren. Oh, okay. Puh. Na gut, wenn man sich zu viel auf das alles verlässt, dann kann es natürlich passieren. Aber es ist auch irgendwie normal, wenn man natürlich auf die Technologie verlässt. EM-Wellen machen den Menschen das Leben leichter. Wir könnten ohne sie weder reisen noch einkaufen gehen. Wir sollten dankbar sein, dass es sie gibt. Das stimmt. Ich will mein König steigern. Weißt du, was mein Enkel gesagt hat? Er hat gesagt, wer einen hohen Konnex hat, ist in der Schule beliebt. Wirklich tolles Sozialsystem. 10 out of 10. Ich will auch beliebt sein und an einer Zahl abgemessen werden. Also, ich sag mal, die Beliebtheit, so hier, wie sich die Menschen beliebt machen, ist schon sehr fragwürdig. Ich glaube, hier war auch was versteckt. Eine beliebte Show, in der Menschen ihre Brüder vorstellen, läuft auf dem Luftdisplay. Sollte ich hier einen Bruder haben, wäre ich auch gern mal dort. Oder war hier nicht irgendwo so ein Secret? Ich kann mich an was schwach erinnern. Ja, ja. Genau, und hier ist auch schon eine Straße dann. Genau, ich glaube, das sollten wir uns auch mal noch vormerken. Wir gucken uns eh noch die Straße natürlich an. Ich warte nur auf einen Freund, ja.
Wir wollen einen Bruderbund bilden, ja. Das wird mein 6. Bruderbund. Bruderbunde finde ich einfach nur klasse. Ja, genau, das wollte ich eigentlich meinen, weil ich glaube, es kommt ein langer Dialog. Aber, na komm. Wir haben immer noch viel Zeit bis zum Film. So gut, sehen wir uns mal den IFL-Turm an, ja? Ach genau, den gibt's ja auch noch. IFL-Turm, das ist eine wunderbare Idee, Pris. Die Enzyklopädie und tatsächlich mal nicht die Sekpedia. Alle, ach so, ich habe den Satz nicht zu Ende gelesen. Die Enzyklopädie aller Enzyklopädien, die Sekpedia, sagt dazu, der IFL-Turm ist das höchste Gebäude des Landes. Das höchste des Landes? Das müssen wir uns wirklich ansehen. Auf den Ort freue ich mich schon. Wenn ihn jemand sehen sollte, dann Zack. Warum? Dieses Gebäude, das ist wirklich hoch, richtig? Vielleicht kannst du dir was abschauen, wie man größer wird. Das ist unmöglich. Außerdem bin ich mit meiner Größe mehr als zufrieden. Mit meinen 1,20 oder so. Immer mit der Ruhe. Also, wo ist denn dieser IFL-Turm? Die Sekpedia sagt, dass er hier irgendwo sein muss, hier entlang. Ja, hier irgendwo. Sehr schön. Ja, ich will da aber noch nicht direkt hin. Wie gesagt, wir gehen noch mal ganz kurz nach da unten, weil ich dachte, ich würde mir noch mal was angucken. Noch mal ganz kurz in die Wellenform. Eigentlich ist das nicht normal. Da war ja das Empfangssignal und eigentlich kann man die alle ansprechen. Weil da sind auch viele gute Items und so. Und das möchte ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Ja, okay, ich hab's nicht richtig angesprochen. Ein Schild, am Steuer nicht essen und trinken. Er strömt Mentholwellen aus, um den Fahrer aufzuwecken. Okay, das ist auch mal krass. Aber ist das nicht irgendwie ein bisschen Aufputschmittel? Erzwungenes Aufputschmittel für alle Fahrer? Aber die Idee ist episch. Ich finde das Worldbuilding allgemein so mega gut. Das ist so mega gut gemacht, dieses Worldbuilding hier. Ich wollte schon sagen, natürlich kann man hier noch hoch. Und hier gibt es Tarnung. Cool. Und noch mehr. Zuerst nach links und nach rechts sehen. Erst bei grün gehen. Ich will hier auf der Straße keinen Unfall während meiner Schicht sehen. Na gut. Dann machen wir euch mal fertig hier. So. So. Dann machen wir das erstmal unsichtbar. Und ich würde sagen, wir killen dich zuerst. Nice. Sehr schön, Konter. Und nochmal. Sehr schön. Okay, Vulkan hatten wir, glaube ich, schon 3 Stück. Trotzdem, es schadet nicht, so viele zu haben, denn wir wissen auch schon aus dem... War das im ersten Teil auch schon? Ich meine, ja, wir wissen schon aus dem ersten Teil, was das bringt, wenn man überschüssige Karten hat. Nämlich viel. Und ja, die, das ist natürlich perfekt irgendwie, aber ich kann auch ein paar den hier machen. Und sehr schön, noch ein weiterer Feuerring. Ich glaube, damit haben wir jetzt auch 3. Da machen wir die letzte Plasma-Gun weg. Und als nächstes werde ich dann die Granaten entsorgen, wenn wir dann noch irgendwas finden. Na gut, dann können wir raus hier. Aber in Wildfire selbst ist noch viel mehr zu erkunden. Und das werden wir uns jetzt auch noch alles antun. Das bringt auch schon einiges. Auf jeden Fall, was ich jetzt eigentlich damit sagen wollte, allgemein die ganze Zeit, auch schon zuvor... Ich lobe das Spiel ziemlich oft für vieles. Und ich finde, das Spiel ist auch ziemlich gut. Und ich habe auch so gemerkt, beim Let's Play zu Mega Man Star Force Dragon hatten auch viele Spaß gehabt mit dem Spiel. Jetzt stellt mich nur eine Frage. Warum hat das Spiel Wertungen unter aller Sau bekommen? Und das Scheiß, das hat Wertungen bekommen, die sind mit Sonic Boom zu vergleichen. Das finde ich doch ein bisschen krass. Ich habe auch hierzu was gelesen, habe ich auch mal eine Wertung gelesen, da hieß es, dass hier wäre eine lieblose Fortsetzung und sowas. Aber ich finde es echt gut. Ich meine jetzt als lieblos, weil man nichts Neues mehr reingemacht hat, aber das muss es ja auch nicht. Das sage ich ja gerade schon, es muss ja nicht immer... Das Händ-Tick, was ist das denn? Ah, Händler-Tick hätte das, glaube ich, heißen. Ich glaube, das ist im Inventar jetzt irgendwas. Oder? Ein Händler-Ticket. Okay, was bringt mir das? Im Moment hast du 1. Okay, ich glaube, die werden noch irgendeine Bedeutung haben. Und ich glaube, hier passiert irgendwann mal noch was. Vielleicht ist ja hier unser erster Bosskampf. Ach,
finde ich dann jetzt sowas wie, also sowas wie 60% oder 59%, was ich so am häufigsten sage, ist schon ein bisschen übertrieben. Aber Problem ist auch, da habe ich mal die Kritikpunkte mir auch mal angeguckt. Es wurden auch wirklich da nur Punkte abgezogen, wo das Spiel wirklich mal nicht so gut war. Zum Beispiel, ich sag mal, die Oberweltgrafik ist jetzt nicht die beste. Aber ich muss sagen, ich mag diesen Stil. Der ist jetzt dann, der passt zwar nicht so um Nintendo DS, weil man da schon viel mehr schon machen kann mittlerweile. Aber ich finde trotzdem echt gut den Stil. Ich mag den. Vor allem jetzt ist er nochmal ein bisschen verbessert worden, als im Gegensatz zum ersten Teil. Weil ich das Gefühl habe, dass man da auch so ein bisschen mehr noch. Ich glaube, muss ich jetzt irgendeinen Konter machen. So, nice. Dass man so irgendwie die Auflösung noch ein bisschen mehr verschönert hat und irgendwie die Farbpalette ist ein bisschen besser. Genau, und hier gehen wir mal hinter. Ich weiß noch, da habe ich mal so richtig verzweifelt gesucht und bin da nie hingekommen. Ich habe immer diese Straße gesehen, aber hatte keine Ahnung gehabt, wie man da hinkommt. Und das war lame. Den Konter wäre jetzt ganz gut. Nice. Ja, stirb. Oder auch nicht. Weil wirklich überall gibt es mal solche Wertungen, die uns. Weiß ich, das Spiel ist auch, vor allem auch hier in Deutschland, ist das auch kaum bekannt irgendwie. Hier so allgemein die ganze Mega Man Star Force Reihe. Der dritte Teil, der ist ja noch nicht mal hier erschienen, weil sich die ersten zwei wohl so schlecht verkauft haben. Echt schade eigentlich. Obwohl das eigentlich so eine gute Reihe ist. Der Name Mega Man, also da ist halt als Mega Man zu bezeichnen, ist halt ein bisschen fragwürdig. Aber das liegt daran, dass das ja eher ein Sequel zu Mega Man Battle Network ist. Und dazu wurde das Kampfsystem schon ziemlich übernommen und nochmal etwas verbessert. Weil Mega Man Battle Network ist einfach eine Art Spin-Off-Serie von Mega Man und Star Force kann man so als eine Fortsetzung sehen. Durch diese Antenne ist das Gebäude mit der Welt verbunden. Okay, bringt das auch noch was? Kann sein, dass das hier nochmal für Quests bedeutsam wird. Ich möchte auch mal gerne wieder solche Riesengegner haben, dass wir mal wieder ein paar Sternkarten bekommen. Das wäre ganz gut. So. Nice. Okay, noch ein Feuerring. Okay, langsam brauchen wir die alle nicht mehr. Und langsam können wir mal noch eine vierte Gegnerart kennenlernen. Also jetzt kommen ja diese drei Gegner. Aber gut, diese Feuerringe, die sind ja noch ziemlich aktuell, sag ich mal. Also langsam kann ja wieder was Neues kommen. Ah, schade, kein Konter. Ja, ich werde noch auf 40 KP runterbringen. So. Na, oder ich bring's einfach mal hier mal in den Vulkan. So. Sehr schön. Ansonsten kann man hier noch gut Sannys farmen, denn Sannys kann man immer gut gebrauchen. Denn man wird doch mal schnell knapp bei Kasse sein, weil man doch bestimmte Sachen auch mal kaufen muss und so. Und ich glaube, das ist auch hier. Dass es auch mal wieder ein gewisses Item gibt, das ziemlich überteuert ist. Und das möchte ich auch gerne haben. So. Oh mein Gott. So. Nice. Ich glaube sogar, wir treffen gleich auf so ein Gerät, wo wir mal wieder Karten eintauschen können. Das ist ziemlich epic. Oh nein, ich wollte nochmal da in das Empfangssignal. So. Und, das war jetzt lame. Schade, das wäre jetzt ein One-Hit gewesen für den. Aber nee, ich hab's verkackt. Okay, aber das war's für dich. Tschüss. Denn das macht ja genau 50 Schaden. Und so viele KP hatte der ja nur noch. So, rein da fließen Wildwellen hindurch. Was, wie viele Wellen die haben? Voll krass. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal kleine Energie. Gut. Ich gebe immer 110%, um den Besuchern von Wildshire zu zeigen, wie phänomenal die Musik von Sonja Sturm ist. Dreimal Hurra für Sonja. Hip hip Hurra, hip hip Hurra, hip hip Hurra. Bip bip. Bip bip bu. Na gut. Wir sind ja gleich auch schon wieder am Ende angelangt. What the fuck? Ich weiß ja nicht, was los ist, aber irgendwie gehen die Parts für mich richtig schnell rum. Also ich guck mal auf den Timer und das ist wie, als man allgemein normal zockt. Die Zeit geht ja allgemein beim Zocken viel zu schnell rum. Ist hier sonst noch was? Aber macht auch nichts, denn wir sind jetzt eh fast fertig. Damit wir uns dann auch im nächsten Part dann den IFL-Turm angucken können. So, unsichtbar. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich einen Konter rauskriege. Sehr schön. Und nochmal. Das war jetzt mal ein geiler Kampf.
viermal gekontert. Warum nicht? Oh, da ist tatsächlich noch was. Heil 30. Ich glaube, da haben wir jetzt schon drei Stück drin, oder? Haben wir schon drei? Ja. Yep. Das Heil 10 mache ich mal raus und mache dafür... Ne, Feuerring habe ich schon dreimal. Habe ich auch schon drei, verdammt. Da mache ich noch eine Kanone wieder rein. Und ich mache die beiden Granaten raus dann gegen... Und tausche dann nochmal gegen Kanonen. Weil die finde ich dann doch ein bisschen besser als... Ja, und die Plasma-Gun dann ruhig noch. Weil die finde ich doch schon ein bisschen besser als die Granaten. So. Okay, dann raus da. Ansonsten ist hier noch was. Das ist auch schon mal interessant. Ich bin Connex Tür 100. Ach genau, das gibt's auch noch. Man muss einen bestimmten Connex haben, um bestimmte Türen aufzubekommen. Und ich weiß nicht genau, ob ich überhaupt die 100% wirklich machen kann, ohne, ja, ohne das alles, weil ich habe jetzt halt nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie mit anderen da drahtlos was zu machen. Das ist vor allem nicht, wo die Wi-Fi-Connection nicht mehr existiert. Aber ich meine, man kann auch ohne das alles die 100% schaffen. Wahrscheinlich werde ich auch was schieben müssen, weil hier die 100% doch ein bisschen schwieriger sind. Die Connex zu niedrig. Werd beliebt, hab du Spaß. Na gut. Aber meistens gibt es dann dafür auch ziemlich epische Sachen. Und auch da scheint irgendwas zu sein. Irgendwann. So. So, sehr nice. Und so. Jetzt ist da nur noch oben was. Dann sind wir auch durch hier. Was gibt's denn hier noch so Schönes? Ich fand es jetzt echt langsam mal wieder diese Riesengegner. Haben wir schon so lange keine davon gehabt. So, nice. Und nochmal, so. Sehr schön. Ach, so, ich will doch da entlang, nicht da unten. Okay, da kann man sogar nochmal auspulsen. Aber was gibt's denn hier noch so Schönes? Ich glaube, das meiste ist auch irgendwie dann questrelevant oder so. So. Okay, wir haben zwar ein bisschen Schaden gefressen, aber na gut, wir sind ja eh fast durch. Was gibt's denn hier noch? Oh, da ist auch noch ein Display. Das gucken wir uns auch nochmal ganz kurz an. Dann sind wir auch wirklich fertig hier. Die Parts werden eher allgemein so immer in etwa bei 30 Minuten liegen. Vielleicht ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Da passt das ja. So, ach man. Aber egal, ich war ja irgendwo verwundbar. Aber ich hätte gerne einen Konter rausgehauen. Tschüss. So. Okay, dann haben wir das dann jetzt auch. Wie gesagt, dann will ich nochmal ganz kurz da in das Parksignal noch. Und dann sind wir. Dann sind wir aber wirklich durch. Wirklich, wirklich. Ich verspreche es. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Vor allem, hier ist das auch wenigstens nicht so schlimm wie in anderen RPGs. Oder, okay, das ist ja kein richtiges RPG, das ist mehr so eine Art Action-Rollenspiel. Aber hier, wenn ihr mal Gegner sind, die Kämpfe gehen wenigstens immer schnell rum. Und man hat auch mal viel davon am Ende. Auf diesem Monitor laufen Nachrichten aus Wiltshire. Hier, hi, kommt alle und seht, was in Wiltshire los ist. Piep, 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 bup. Piep, piep, bop. Na gut, da nichts. Wenn ist ja immer was in den Ecken. Aber ich glaube, hier ist auch so die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man hier auf diese Riesengegner trifft. Also immer auf diesen, diesen Empfangssignalbereichen. Ich glaube, das ist die meiste Wahrscheinlichkeit. Oh, ich habe hier frische Waren. Achso, was? 3000 Sandy, wofür? Herzhintergrund. Das ist so ein Hintergrund für unser, nicht den Transer. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Das war jetzt der Transer ist aus dem ersten Teil. Jetzt habe ich schon den Namen vergessen? Ernsthaft? Wie heißt das Ding nochmal? Auf jeden Fall das Ding hier. Der Nachfolger vom Transer. So. 450 Zenny. Sehr schön.
Okay, dann sind wir soweit wirklich durch. Okay, im nächsten Part werden wir dann zum IFL-Turm gehen. Und ich kann schon mal sagen, es kann sein, dass im nächsten Part so einiges abgehen wird. Naja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal weiterhin dabei. Und da sage ich mal, bis dann!